S-Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, Freunde, Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Was haben wir heute? Heute haben wir Donnerstag. Die Nacht von Donnerstag auf Freitag, eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist, ja, wie spreche ich es aus? Alice oder Alice, 25, hallo. Ja, hallo. Wie sagt man es richtig? Das bleibt dir überlassen, also ich bin da recht flexibel. Dann sage ich mal so, wie es mir gleich, wie mir so zumute ist. Okay. Alice. Um was geht es denn? Ja, eigentlich passt mein Thema sehr gut zu der gestrigen Sendung. Ja, also die Frage, ob ich es tun soll. Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Ja, genau. Ja. Also bei mir ist es so, dass ich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich schwanger bin. Mhm. Also ich war jetzt beim Frauenarzt heute und das endgültige Ergebnis bekomme ich jetzt am Montag. Aber ich kann schon davon ausgehen, dass es stimmt. Ja, also es gab schon Voruntersuchungen oder du? Also ich habe einen Test gemacht, der war uneindeutig, aber uneindeutig eher in die positive Richtung. Ja. Und heute halt eben die Untersuchung und am Montag halt eben das. Ja, alles, aber die Indizien sprechen dafür, dass du schwanger bist. Ziemlich. Ja. Mhm. Okay. Ja, das Problem ist, ich bin mit dem Vater nicht zusammen. Mhm. Also es war einfach eine Art Affäre, Bettgeschichte oder wie auch immer. Aber du weißt, wer der Vater ist? Ich weiß, wer der Vater ist, ja. Naja, manchmal ist das ja auch ein bisschen schwierig zu rekonstruieren, aber na gut. Nee, das ist recht eindeutig. Wir wohnen recht weit auseinander und von daher. Also eine klare Bettgeschichte. Wir haben mal wieder nicht verhütet. Doch. Ja, aber wir haben keine Kondome genutzt. Doch. Doch. Und trotzdem irgendwie. Wie du nimmst die Pille? Ich nehme die Pille und der hat Kondome benutzt. Und da jetzt in diesem Monat es am Anfang ein bisschen unregelmäßig macht, haben wir noch mit Kondomen verhütet. Und nichts geplatzt oder gerissen oder so? Gute Frage. Ich meine, jetzt ist es schon ein bisschen her und ihr wart betrunken? Geht. Ein bisschen. Und ihr wart außer euch vor Lust und Leidenschaft. Da ist ein bisschen was daneben gegangen, offensichtlich. Ja. Ne? Wenn es denn so sein sollte. So weit, so gut, doch nicht gut. Naja. Also du stehst jetzt, das Thema gestern hieß ja, soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Stehst du jetzt vor der Frage, ob du das Kind kriegen sollst oder nicht? Oder? Es ist eher so, dass ich schon irgendwas gegen Abtreibung habe. Immerhin ist es ja schon ein Leben, das in mir entsteht. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich bin mit meinem Studium noch nicht fertig. Ich wäre es ungefähr jetzt in 1,5 bis 2 Jahren. Ja. Mit dem Vater bin ich wirklich nicht zusammen. Ja. Hast du denn einen Freund? Ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen jemanden kennengelernt, bei dem ich mir das schon vorstellen könnte. Ja. Und dann halt eben diese Geschichte hier, also. Also kompliziert. Vor 2 Wochen jemand. Zu der Zeit warst du solo, als es passiert ist. Vor 2 Wochen jemand kennengelernt. Jetzt ein bisschen verliebt oder ein bisschen sehr verliebt schon. Ja. Ja. Passt eigentlich überhaupt nicht in dein Leben rein, jetzt ein Kind zu bekommen. Nein. Weiß der Mann davon, was dich im Moment sehr bewegt? Nee, das weiß er noch nicht. Mhm. Wie sieht es so finanziell bei dir aus? Ja. Studentenleben. Übliche Studentenproblematik. Also ich bekomme noch BAföG, da mein Studium jetzt auf 9 Regelsemester ausgezeichnet ist. Ja, was studierst du? Psychologie, ah ja. Wäre das jetzt im 9. Semester abgelaufen und dann arbeite ich halt eben nebenbei und wollte den Rest halt eben über Nachtwachen finanzieren. Mhm. Ja. Ja, Alice, das ist natürlich eine Problematik. Dir ist natürlich klar, dass ich hier keine Schwangerschaftsberatung machen kann und machen will. Ich finde immer so entscheidend, wie so die Gefühlslage der betroffenen Frauen ist.
Du hast das gerade noch relativ neutral formuliert. Du sagst, eigentlich bin ich dagegen, weil es ist ja Leben. Aber, und dann hast du die Gründe genannt, was dann doch dagegen spricht, hier schwanger zu werden. Was sagt das Herz denn so? Das ist ja so eine rationale Überlegung eher. Es ist sehr rational und ja, das Herz. Gestern war ich noch sehr froh. Heute war es mir eher nach Heulen zumute. Also immerhin warst du gestern froh. Ja. Ja. Ich meine, wir reden ja im Moment noch ein bisschen über ein ungelegtes Ei. Ne? Mhm. So ganz hundertprozentig ist es ja noch gar nicht. Nee. Ich kann das nicht beurteilen, wenn ob die Indizien, über die wir vorhin gesprochen haben, ob die schon doch sehr aussagekräftig sind. Aber es könnte rein theoretisch ja immer noch sein, dass am Montag der Arzt sagt, nee, Sie sind nicht schwanger. Das ginge auch noch, ne? Das ginge auch noch. Allerdings war die Ärztin eher nicht der Meinung. Ah ja. Okay, dann ist es auch richtig, dass man sich jetzt schon mal Gedanken macht. Vorgestern hast du dich gefreut, heute wieder nicht. Dennoch ist es natürlich richtig, dass man sich Gedanken macht. Ja. Aber ich finde, bei so einem schwerwiegenden Thema oder bei so einer schwerwiegenden Thematik sollte man doch vielleicht wirklich erst richtig anfangen, in sich zu hören, wenn man auch weiß, woran man ist. Denn das ist jetzt alles irgendwie noch ein bisschen theoretisch und daher ist es auch noch vielleicht auch noch nicht so richtig von Herzen kommend, was du da empfindest. Warte doch jetzt erstmal den Montag ab und dann ist ja immer noch genug Zeit. Ja. Wenn du möchtest, können wir Montag nochmal telefonieren. Okay. Sollen wir das machen? Ja, gerne. Das wäre vielleicht gut. Dann haben wir wirklich Fakten in der Hand und dann sehen wir weiter. Okay. So machen wir es, Alice. Meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an und vereinbart dann den Anruftermin. Danke. Okay, bis Montag. Ja, dann bis Montag. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer, wenn ihr mich hier live im Studio in Köln erreichen wollt, dann wählt diese Nummer hier, die ist kostenfrei für euch, 0800 220 5050. Dana ist hier und die Dana ist 26 Jahre. Hallo Dana. Hallihallo. Aber ich bin Donner. Donner? Ja. Donner, das klingt ja toll. Naja, ich bin ja nicht der Echte. Ach so, na gut. Donner. Dann hätte ich auch Dana sagen können. Egal. Ja, na gut. Ja, Donner. Also mein Thema passt eigentlich auch recht gut zum gestrigen Thema. Soll ich das tun? Ja. Und zwar ist Folgendes. Ich bin seit vielen Jahren eigentlich schon Polytoxikoman. Oh, was heißt das denn? Das heißt mehrfach abhängig. Also ja. Von mindestens zwei Substanzen muss man abhängig sein, um sich so bezeichnen ja. zu können. Von welchen Substanzen bist du abhängig? Zurzeit von Alkohol und Heroin und bis vor vielen Monaten, vor ein paar Monaten waren es halt auch noch sämtliche andere Drogen, nur die sind nicht mehr ganz so aktuell, sag ich mal. Also ich bin nicht mehr so viel am Feiern wie früher. Ja. Und heute geht es eigentlich hauptsächlich um den Alkohol. Ja. Ich bin vor zwei Monaten ins Krankenhaus gekommen mit einer sehr, sehr starken Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mhm. Also das war richtig heftig. Ich lag 5 Wochen im Krankenhaus, 3 Wochen davon auf der Intensivstation mit krassesten Schmerzen. Also das war echt schlimm. Ist die ausgelöst worden durch den Alkoholkonsum? Höchstwahrscheinlich und auch durch die Drogen. Ja. Also ja, Bauchspeicheldrüse ist ja so für die Verdauung und Enzyme und so zuständig. Ja. Und ich schätze mal, alles, was man so über den Magen aufnimmt, so was weiß ich, auch Ecstasy und Speed landet da ja auch. Ja. Also medizinischer Laie gehen bei mir die Alarmglocken an, ne, wenn ich höre Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ist schon eine schwierige und schwere Erkrankung. Ja. So, ist die jetzt wieder kuriert? Also noch nicht ganz ausgeheilt. Ich muss mich auf jeden Fall noch schonen. Hast du denn die Zeit, während du im Krankenhaus warst du völlig clean? Nee, ich habe für das Heroin habe ich Methadon bekommen. Ja. Und gegen den Alkohol in den ersten 2 Tagen Atosil, aber das konnten wir nach 2 Tagen absetzen, weil die Schmerzmittel eigentlich ausgereicht haben, diese Erscheinungen da zu töten. Seit wann bist du jetzt aus dem Krankenhaus raus wieder? Seit dem 1. April. 1. April. Ja. Und wie sieht das Leben jetzt seit dem 1. April? Ja, das ist es gerade, warum ich eigentlich anrufe. Mhm. So, ich komme mit dieser Klarheit also überhaupt nicht klar. Und was heißt mit der Klarheit? Welcher Klarheit? Ja, so nüchtern. Die ganze Zeit so stocknüchtern. Also ich nehme zwar noch Heroin, aber das macht mich ja nicht richtig breit oder so. Moment, also jetzt nach dieser Erkrankung, die zwischendurch eben nochmal gefragt, ist die Erkrankung jetzt einigermaßen im Griff?
Ja. Die ist einigermaßen im Griff. Mhm. Kein Alkohol mehr? Kein einzigen Tropfen. Sonst auch außer Heroin keine anderen Drogen? Nee, gar nicht. Aber Heroin ist ja nur, das kann man ja nicht so sagen, naja, ein bisschen Heroin schadet ja nicht, aber das ist ja völliger Quatsch. Heroin ist ja eine ganz, ganz, ganz schwere und schlimme Droge. Ja, eben, ich weiß. Deswegen komme ich da ja auch nicht von los. Wie viel konsumierst du da pro Tag? Was dürften das sein? Also so 1,5 Kugeln pro Tag, das müsste ein Gramm sein. Ist viel, ne? Schon. Oder ist vielleicht ein Dreiviertel Gramm. Wie finanzierst du das? Ja, also bis zur Hälfte des Monats natürlich von dem Geld. Ich beziehe Sozialhilfe zurzeit und wenn ich dann kein Geld mehr habe, gehe ich Alkohol klauen und verkaufe das an Tabakläden. Oh, ist auch kein tolles Leben. Nee. Wirklich nicht. Bis sie dich erwischen und du hast dann Probleme im Hals. Mhm. Ich bin auch dabei, das zu starten, dass ich aufhöre, aber das ist halt nicht so einfach. Mit dem Alkohol, das hast du aber geschafft, das durchzuziehen. Naja, ich stehe jetzt in diesem Moment vor dieser Entscheidung, soll ich es tun oder nicht? Ich bin kurz davor, wieder anzufangen zu trinken, weil ich es irgendwie nicht einsehen kann, dass ich meinen Rest des Lebens jetzt irgendwie darauf verzichten soll. Ich komme damit nicht klar. Ich kann nicht feiern gehen. Ist es für dich schöner und einfacher einzusehen, wenn der Rest deines Lebens gar nicht mehr so lang ist, weil du sehr schwer erkranken wirst? Einen Warnschuss hast du jetzt schon bekommen. Ja. Ist das einfacher einzusehen, dass du vielleicht, du bist jetzt 26, jetzt vielleicht in weiteren 6-8 Jahren ein Wrack bist, völlig fertig bist? Und vielleicht in 10, 15 Jahren tot bist. Ist das besser einzusehen? Ja, ich weiß es halt nicht. Ich würde es halt eigentlich einfach nur mal gerne ausprobieren, ob es denn wirklich so schlimm ist. Oder ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Was ist das für ein albernes Argument? Ich möchte es gerne ausprobieren, ob es wirklich so schlimm ist? Das verstehe ich nicht. Du bist seit Jahren alkoholabhängig, sagst du. Ja. Warst jetzt sehr schwer erkrankt. Was willst du dann ausprobieren? Willst du ausprobieren, ob du irgendwann... weiß ich jetzt, Magenkrebs kriegst oder Leberkrebs? Nein. Ja, natürlich nicht. Ich weiß, dass sich das völlig bescheuert anhört. Mhm. Aber du musst dich irgendwie auch mal versuchen, in meine Lage zu versetzen. Irgendwie seit über 10 Jahren bin ich irgendwie dabei, Drogen zu nehmen. Und klar. Ich meine, es ist gut, dass ich davon losgekommen bin. So. Aber ja, noch bist du nicht. Ich weiß nicht, was habe ich denn jetzt noch vom Leben? So, was bringt mir das, wenn ich jetzt immer nur gefrustet durch die Gegend renne und sowieso keinen Bock mehr habe zu leben? So. Und alt wollte ich noch nie besonders werden. Aber das Problem ist ja, Donna, dass du, im Prinzip ist das Drogenproblem ja noch gar nicht gelöst bei dir. Nee. Ne? Du bist ja kein sauberer, kein cleaner Mensch. Wenn du noch täglich 1 Gramm Heroin konsumierst, was ich sehr viel finde, kannst du dich ja noch gar nicht in die Lage eines Menschen hineinversetzen, der nur wirklich ganz drogenfrei lebt. Und der dann, lässt du dich denn einfach so in deinem Leben immer so gehen? Hast du keine Ziele, keine Wünsche, die du dir erfüllen möchtest? Knallst du dich einfach immer nur zu? Ja, also im Moment, also es ist ja nicht so, dass ich nur durch die Gegend gewankt bin irgendwie die letzten Jahre oder so. Aber ich muss das auch noch dazu erklären. Ich habe so eine Angsterkrankung und ich krieg Paranoia, wenn ich rausgehe. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Heroin nehme, also Age sag ich immer dazu, versammle ich mich die ganze Zeit, dann ist es weg. So, dann kann ich auf die Straße gehen, mich stört das nicht, wie die Leute gucken. Aber das ist hier den Teufel mit dem Teufel austreiben, ne? Ja. Du bist, ich sag's nochmal, 26, hast du irgendwann mal was gelernt? Nee, Ausbildung habe ich abgebrochen. Gar nichts. Hast du denn einen Schulabschluss? Ja, Realschule. Ja, immerhin. Ja. Immerhin. Gibt es denn nicht so ganz tief in dir vielleicht auch so Wünsche, na, ich wäre vielleicht doch toll, wenn ich den Beruf hätte und könnte so meine eigene... Ja, was wäre es zum Beispiel? Also Rettungsassistentin würde mich interessieren. Ja. Also bis vor kurzem habe ich auch noch im Medienbereich gesucht, aber das ist in meiner Stadt hier sehr schwer zu finden. Also Mediengestalterin in Bild und Ton wäre ich gern geworden. Ja. Aber jetzt denke ich mal, liegt mir das eigentlich doch wieder mehr im sozialen Bereich zu bleiben. Also sozialpädagogische Assistentin, das wäre es vielleicht. Weißt du, Donna, wenn man allein noch so einen Wunsch hat, ist man noch weit davon entfernt, sich aufgegeben zu haben. Oder keinen Bock zu haben zum Leben. Oder zu sagen, ach, ich werde ja sowieso nicht alt. Wenn man so einen Wunsch noch artikulieren kann, wie du es jetzt gerade getan hast, finde ich, dass man alle Kräfte in sich aktivieren sollte, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Um dann ein Leben zu leben, das du noch gar nicht kennst. Du bist ja 10 Jahre, hängst du im Prinzip in der Gosse. Finde ich, so wie du es mir gerade erzählt hast. 10 Jahre hängst du im Sumpf. Und knallst dich eben mit diversesten Dingen zu.
Ja, aber ich hatte halt nebenbei auch noch meinen Spaß. So, ich gehe jetzt auf eine Party und aber ich was ist denn das? Gar nicht. Ja, aber was ist denn das für ein Lebenskonzept? Nur dafür zu leben, dass man auf Partys Spaß hat und irgendwann bezahlt man dafür mit seiner Gesundheit oder man wandert in den Knast. Du bist da auch schon, eventuell auch schon kurz davor. Ja, ich verstehe dich ja, aber wenn ich nun mal so keinen Spaß am Leben habe, wofür soll ich denn dann so lange leben? Du hast es doch noch gar nicht ausprobiert. Das ist doch alles pure Gedankentheorie. Also vor ein paar Jahren war ich auch schon mal für 4 Monate clean. So. Was sind denn 4 Monate? Ja. Diese 4 Monate sind noch gar nichts. Wenn man so eine lange Drogenkarriere hinter sich hat, sind 4 Monate erstmal noch gar nichts. Da ist die erste Zeit grauenhaft und fürchterlich, das ist mir völlig klar. Aber du musst doch weiter und perspektivisch denken. Du hast einen Traum, Mensch. Und für diesen Traum muss man doch auch was in die Waagschale werfen. Vielleicht gelingt es dir ja. Und in 5, 6 Jahren hast du deinen Job. Und hast einen tollen Job. Und wenn du in den sozialen Bereich gehst, hast du hervorragende Voraussetzungen dafür, Donna, mit deiner Biografie. Weil du nämlich wirklich ganz viele Leute nachempfinden kannst, denen du vielleicht hinterher helfen kannst. Und was für ein Erfolgserlebnis, wenn du Menschen vielleicht aus der Scheiße heraus hilfst. Du wirst dann den Leuten helfen. Was für eine tolle Sache. Was für eine Lebenssinngebung das auch bedeutet. Jetzt lebst du einfach nur, rotzt du dich so in die Zeit hinein. Mehr machst du nicht. Aber du hast die Chance, das jetzt noch zu machen. Nutz doch um Gottes Willen jetzt die Chance. Du hast jetzt schon mal einen guten Abstand gewonnen von dem Alkohol. Aber was du mir gerade... Wie viel Alkohol hast du eigentlich immer konsumiert vorher? Weiß ich nicht. Also ein paar Liter Bier auf jeden Fall. Jägermeister dazu. Pro Tag? Ja. Ist doch Wahnsinn. Für Wein. Alles kreuz und quer. Mir scheint das auch sehr komplex bei dir zu sein. Du sagst, ich habe eine Angsterkrankung. Du bist abhängig von verschiedenen Drogen. Wie wäre es denn für dich, um dich wirklich mal zu stabilisieren, wenn du für eine längere Zeit in eine Klinik gehst? Damit du wirklich rundherum behandelt wirst. Ja. Dass du die Angsterkrankung auch wegkriegst. Habe ich auch schon überlegt. Ich weiß nicht, ich krieg da den Arsch irgendwie nicht so hoch. Ich habe irgendwie... Aber den musst du hochkriegen. Den hebt auch niemand anders für dich hoch, Donna. Die Alternative ist, du gehst vor die Hunde. In einer absehbaren Zeit von weiß ich, 5, 6, 7, 8, 9 Jahren hängst du auf der Straße. Sitzt du im Knast. Bist du vollkommen abhängig. Bist du am Ende und dann schaffst du es nicht mehr. Jetzt hast du noch die Chance dazu. Mach es. Niemand kann dir da wirklich bei helfen. Erstmal musst du dir selbst helfen, indem du sagst, ja, ich will es. Und dann wird dir auch jemand helfen. Aber du musst es erstmal selbst wollen. Also die Frage war, soll ich wieder trinken? Ich sage, du sollst nicht trinken. Du sollst deinen Traum verwirklichen. Was meinst du, was das ein Lustgefühl ist, wenn du irgendwann mal deinen Traum erfüllt hast? Das ist viel stärker als jede Droge. Seine eigenen Träume zu leben und die zu schaffen, da kannst du auch verdammt stolz drauf sein. Auf das, was du bisher geleistet hast, gemacht hast, kannst du nicht stolz sein. Nee, überhaupt nicht. Das sagt ein selbstbewusster Mensch. Ich habe halt null Selbstbewusstsein. Ja, aber du hast die Chance, dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das schaffst du auch, wenn du willst. Wenn du es willst, schaffst du es, Donna. Dann hast du in 5, 6 Jahren, liegst du nicht in der Gosse, sondern bist eine selbstbewusste Frau. Und kannst auf eine Geschichte, eine Biografie zurückgucken und sagen, ich war so weit unten. Ich habe es geschafft. Ich bin heute Rettungsassistentin oder weiß ich was du machen wirst. So, und jetzt möchte ich, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Okay. Ist das okay? Gerne. Ja, das ist der Peter heute Nacht. Du legst auf und Peter ruft dich an. Alles klar, dann bedanke ich mich. Alles Gute danach. Jo, und tschüss. Lob an deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Caroline. Ach, Caroline hat aufgelegt. Oder ist getrennt worden. Dann versuchen wir sie gleich nochmal zu kriegen. Hier ist Janni. Hallo? Ein Mann, oder? Ja. Ein Mann, der 27 Jahre alt ist. So ist es. Hallo Janni, um was geht's? Na, Domian, erstmal tolle Sendung. Du bist ein toller Mensch. Dankeschön. Dann zu Donna. Bei Donna muss ich sagen, Donna, ich hoffe, du guckst noch zu. Die größte Droge ist einfach die Euphorie, wenn man ans Leben denkt, wie schön es ist und was alles machbar ist. Das glaube ich auch. Und für was man eigentlich leben kann, wenn man will. Ja. Zweites Thema, ich wollte eigentlich nur einen Aufruf starten über dich. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich bin ehemaliger Leukämie-Patient. Ja. Mir schlägt das Herz gerade bis zum Halse. Ehemaliger Leukämie-Patient heißt, du bist geheilt? Ja, nee, ja, ich... gelte zwar als geheilt, aber bin ich gesund. Das ist in einem Zeitrahmen von 5 Jahren gerechnet, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Ja. Und
Wie bist du zu diesem guten Zustand, in dem du jetzt bist, gekommen? So muss man es fragen. Ja, ich hab halt eine Spende bekommen, Transplantat. Ja. Also das zum Gesundheitlichen, vom Psychischen her muss ich sagen, ich habe eine super tolle Frau. Ja. Die hat uns auch eine Tochter geschenkt, die ist jetzt 7 Monate alt. Das ist alles kurz vor Beginn der Chemo passiert, weil nach der Chemo hätte ich keine Kinder zeugen dürfen oder wäre auch nicht so möglich gewesen. Ja. Und da ist Musik bei dir im Hintergrund. Ja, ich hab's ausgeschaltet. Ja. Du sagst, man hat dir sehr geholfen durch eine Spende. Das ist so eine Knochenmarkspende. Genau. Ja. Knochenmarkstransplantation. Ja. Wie schwer erkrankt warst du schon? Super schwer erkrankt. Das fing alles an mit konditionellen Schwierigkeiten. Das heißt, ich bin Treppen gestiegen, 1-2 Stockwerke und habe mich echt gefühlt wie ein ganz, ganz alter Mann. Ich konnte kaum mehr atmen. Wie alt warst du da? Das war im 2002 war das. Ach so, noch gar nicht so lange her. 2002 ist nicht so lange her. Ja. Mhm. Und Husten dabei gehabt und alles und super müde immer gewesen und dann halt zum Arzt gegangen und der hat mir die Lungen abgehört und es hörte sich eigentlich nicht so gut an, die linke Seite. Mhm. Bin dann zum Röntgen geschickt worden und auf dem Röntgenbild sah man halt, dass die ganze linke Seite voll mit Wasser war. Oh. So dass sich die Lunge halt komplett nach oben verzogen hatte und ich praktisch nur auf einer Seite geatmet habe. Was daher die konditionellen Schwierigkeiten. Was ja Wahnsinn ist für einen jungen Mann, der an sich sonst gesund ist, sich gesund fühlt. Ja. Kriegt dann plötzlich gesagt, die Lunge ist voll Wasser. Ist das denn ein Hinweis gewesen, dass du... Die haben erst gedacht, Tuberkulose oder so, weil das sind auch so die Anzeichen. Aber dann kam die Diagnose Leukämie. Ja, nicht sofort. Ich muss sagen, dass es, was ich gehört habe, dass die Ärzte nicht immer gleich drauf kommen. Mhm. Ich war dann auch irgendwie 2,5 Wochen erstmal im Krankenhaus. Die haben mich auf alles Mögliche getestet. Ich habe mir super Sorgen gemacht, was man halt so denkt dann. Ja, klar. Und was für Gedanken dann in einem aufkommen, wenn man nicht weiß, was ist los, aber man weiß, da ist irgendwas Schlimmes. Aber irgendwann kam dann diese Diagnose. Und ich Diagnose, man hat ein CT gemacht, eine Computertomographie und dann hat man auf dieser Schichtaufnahme sehen können, dass ich hinter dem sogenannten Sternum, also den Brustknochen, was sehen konnte. Da hatte sich was gebildet, halt dieser Tumor. Aber das ist ja eine Diagnose, die einen wirklich dann vollkommen umhaut. Ne? Genau, das ist es. Die Diagnose mit dem Wasser, das war gar nicht mal so schlimm. Also ich habe da teilweise sogar drüber gescherzt, weil der Arzt hat mich gefragt, wo haben Sie denn das Wasser her? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich war nicht schwimmen oder so. Sag mal, Jani, in der Endphase vor der Transplantation, Wie schlecht ging es dir da? Was war das Schlimmste für dich? Diese lange Zeit, das war fast ein Jahr mit Chemo, ne? Das sind keine Bonbons, das ist echt wirklich eine schwere Zeit. Das sind sehr, sehr schwere Medikamente. Und das heißt, du warst völlig, völlig platt irgendwie? Ja, auf warst jeden Fall. Warst du im Krankenhaus oder immer wieder zu Hause? Ja, man darf ab und zu nach Hause für ein paar Wochen und dann muss man aber wieder rein. Das sind immer so Zyklen halt. Ja, man ist aber völlig, völlig erschöpft, man kann nicht viel machen. Vollkommen erledigt. Man liegt im Bett und ist einem auch sehr übel dabei? Ja. Das auch. Die ist übel, die geht's nicht gut, du hast Magen, Darmfaxen und alles Mögliche. Man fühlt sich einfach nicht wohl in der Haut. Und also im wahrsten Sinne des Wortes sterbenskrank. Ja. So, dann gab es eine Transplantation und die hat dich wieder so richtig in Schwung gebracht. Genau, diese Transplantation hat mir das Leben gerettet, ganz einfach gesagt. Und von wem kam das Transplantat? Das war aus Übersee. Aus den USA, von einer Frau. Ich habe jetzt auch eine andere Blutgruppe und nach einem speziellen Test könnte man auch sehen, dass es von einer Frau ist. bin ich super dankbar für. Deshalb rufe ich heute Abend auch an. Genau, du wolltest gerade am Anfang, hast du gesagt, du möchtest einen Aufruf machen. Was ist das für ein Aufruf? Dass die Leute einfach spenden gehen. Dass die Leute Knochenmark spenden. Genau. Dass die Leute zum Arzt gehen, sich informieren und weil das ist super enorm wichtig. Ich habe so viele. Also, ich glaube, Jani, dass ganz viele Leute jetzt sagen, ja, finde ich eine wichtige Sache und würde ich gerne mitmachen. Ja. Aber Knochenmark, das ist ja nicht so ein bisschen Blutspenden. Das ist doch eine härtere Nummer. Wie kompliziert ist das, Knochenmark? Es gibt zwei verschiedene Methoden, das zu spenden, soweit ich weiß. Die eine ist unter Narkose. Mhm. Und die andere, die ist gar nicht mal so schlimm. Da wird aus dem peripheren Blut werden Stammzellen gewonnen. Ja.
Und es geht eigentlich. Es ist keine große Sache, wirklich nicht. Ja, und Narkose wahrscheinlich, auch eine leichte Narkose. Man kann danach wieder nach Hause gehen. Ja, das ist wirklich eine Sache von ein paar Stunden. Und dann. Also du würdest dafür plädieren, dass man... Ich plädiere nicht dafür, ich bitte darum. Du bittest darum, ja. Dass man vielleicht mit dem Hausarzt, ist wichtig jetzt, dass man mit dem Hausarzt redet, dass der Hausarzt einem... Entweder zum Hausarzt oder in die nächste Klinik gehen, sich informieren oder bei der Krankenkasse sich informieren. Weil, ganz klar, man Menschen sehr glücklich machen kann, weil man ihnen das Leben retten kann damit. Das ist das Wunderbarste, was ich in meinem Leben bekommen habe. Wie war das denn, Dani, als du die... Kriegst du diese Spende irgendwo reingespritzt oder per Infusion? Wie eine Bluttransfusion. Wie eine Bluttransfusion. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du dann eine spürbare Verbesserung... Es dauert 3 bis 4 Wochen, bis diese Stammzellen sich dann, bis die, man sagt, wachsen, bis die sich regenerieren. Ja. Und bis die dann anfangen zu produzieren, weil dein eigenes System arbeitet ja nicht mehr, weil es ausgeschaltet und, wurde. Und dann merkt man das schon, also wirklich, richtig? Ja, nee, du bist immer noch super down und bist immer noch super, du fühlst dich halt noch super schwach. Und das kommt vor allen Dingen auch durch diese lange Behandlung mit der Chemotherapie. Ja, das haut einen ja völlig um. Während der Transplantation und nach der Transplantation war ich zumindest auf 10 Quadratmetern in einem Zimmer total isoliert, kein offenes Fenster oder so wegen Infektionsgefahr. Und wie lange ist man da isoliert? Ich war 42 Tage drin. 42 Tage. Ne, und da konnte ich auch richtig den Gefangenen nachvollziehen, so wie die sich fühlen, wenn sie im Knast sind. So, ich nehme deinen Anruf sehr gerne auf und freue mich, dass du durchgekommen bist. Freue mich vor allen Dingen, dass du auf dem Weg der Besserung bist. Domian. Und diese Anregung finde ich wirklich sehr wichtig und sehr gut. Lass mich ausreden, nochmal. Dass alle Leute, die da vielleicht helfen wollen, dass sie einfach mal mit einem Arzt drüber sprechen und dann so eine Knochenmarkspende vielleicht angehen. Es ist ja nicht immer so leicht, so eine Spende zu erhalten. Ja. Das muss alles stimmen. Bei mir war es zum Beispiel super. Bei mir war ein Chromosom hat nicht übereinander übereingestimmt und das war aber nicht relevant, dieses Chromosom. Ja. Und das hat super gepasst. Wir hatten ein Match von irgendwie 99, noch was Prozent und war super. Aber es gibt auch Leute, die warten tierisch lange. Also umso wichtiger ist es, dass Leute das machen und dass Leute spenden. Also würde mich echt sehr freuen, weil das ist ein Thema, das hat mich früher überhaupt nicht interessiert. Ja, wenn man selbst betroffen ist, weil ist man es denkt anders. Nicht daran. Ja, aber wenn du dann mit 25 so eine Diagnose erfährst, dann siehst du ganz anders aus. So, Jani, danke für deinen Anruf. Ich wünsche dir weiterhin von Herzen gute Besserung, auf dass die Krankheit vom Tisch ist. Alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss. So, zweiter Versuch mit Caroline. Hallo, Caroline. Hi, Domian. Gerade warst du weg. Ja, das war irgendwie unterbrochen. Ja, du bist 56. So ist es. Caroline. Um was geht's denn? Es geht darum, dass ich vor etwa 2 Monaten einen Anruf von einer Bekannten bekommen hatte, die mir erzählte, dass mein Partner ein Doppelleben führt. Oh. Also ich lebe 20 Jahre in einer Partnerschaft. Wir leben nicht zusammen unter einem Dach, aber praktisch um die Ecke. Ja. Kinder? Aus erster Ehe. Ja, aber ihr gemeinsam nicht? Gemeinsam nicht, nein. Ja. Nur es war für mich ein Schock, weil ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Was war das denn für ein Anruf? Was soll es denn für ein Doppelleben sein? Das heißt, er arbeitet einige Male im Jahr für eine Veranstaltung in einer anderen Stadt. Ja. Und da soll er eben mit einer Mitarbeiterin von Ihnen eine Beziehung führen. Und schon seit über 3 Jahren. Seit über 3 Jahren schon? Ja. Das hat dir jetzt jemand gesteckt? Ja. Eine Bekannte von dir? Und zwar eine Frau von einem Mann, der auch da mitarbeitet. Kennst du die persönlich auch? Ich habe sie im letzten Jahr kennengelernt. Ja. Mhm. Ja, klar, und sie kennen sie aber nicht so näher, also nicht weiter. Die hat angerufen, weil die hat gesagt, pass auf, Caroline, so und so läuft da was. Genau, und also ich kenne seine Mitarbeiter nicht. Mhm. Und das ist eigentlich die erste Person, die ich aus diesem Kreis kennengelernt habe. Mhm. Aber wenn er nur ein paar Mal im Jahr dort ist. Ja eben, umso verrückter ist es. Nun, es kommt noch krasser. Er soll dort, wo er denn diese Veranstaltung häufiger hat, eine Wohnung gekauft haben, wo er dann, wenn er dort ist, mit ihr zusammen ist. Aber das musst du doch mitbekommen, mitkriegen irgendwie. Dachte ich auch. Nun, inzwischen habe ich die Adresse dieser Wohnung. Und meine Frage ist, ich bin ja zur Rede gestellt. Er war, als ich das gesteckt bekommen hatte, war er gerade dort. Ja. Und er hat alles abgestritten und sagte, das ist Wahnsinn. Und
Jetzt muss ich noch mal fragen, wenn du nur ein paar Mal im Jahr da ist, kann er ja auch nur ein paar Mal im Jahr mit dieser Frau in dieser besagten Wohnung sein, überhaupt mit der Frau zusammen sein. Oder, ja, ich oder, wüsste oder, auch nicht, wie er das anstellen könnte. Ja, und sonst ist er immer da bei dir? Also er ist eigentlich immer hier bei mir. Und was allerdings, natürlich jetzt bin ich hellhörig geworden oder gucke auch mehr nach den Sachen. Also es sind da Sachen, wo ich meinen könnte. Das heißt, er geht immer zu sich nach Hause, so gegen 7:30, 8 Uhr abends, und ja, da vermute ich, telefoniert er. Also wie weit wohnt er oder ihr? Denn das sind zwei Wohnblocks. Nein. Wie weit wohnt ihr entfernt von dieser anderen sogenannten neuen Wohnung? Also das sind 2,5 Autobahnstunden. Ja, das heißt, da ihr nicht eine gemeinsame Wohnung habt, könnte er da ab und zu ja auch mal hinfahren, ohne dass du das merkst. Ja, aber er ist eigentlich immer ist hier immer zu Abend und geht immer ja so um 11 nach Hause, wenn er nach Hause geht. Könnte er nachts dahin fahren? Da kann er mich unmöglich morgens praktisch wecken. Achso, er kommt ja morgens wieder zu dir. Ja. Mhm. Nee, klingt sonderbar, ne? Ja, aber es war schon immer so, dass er da wohnt in seinem Haus und ich in meinem Haus. Ja, nee, das finde ich nicht. Das meine ich nicht mit sonderbar. Sonderbar klingt, dass er da angeblich eine Wohnung hat. Die Adresse habe ich jetzt inzwischen. Und die Frage ist, sollte ich eigentlich dort mal hinfahren, also um mal anzusehen, ob das, was auf der Klingel steht, zum Beispiel. Ja. Diese Wohnung hat ja auch diese Bekannte gesagt, dass da eine Wohnung besteht, existiert. Es ist sicher, dass er eine Wohnung dort hat. Wie hast du das rausgekriegt? Das kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Das heißt, doch, ich muss mal fragen, das ist so seltsam. Das heißt, er nutzt diese Wohnung nur dreimal im Jahr. Naja, kann ja sein. Ich weiß nicht, weil ich mir auch. Frage ist jetzt deinerseits, die hast du schon ein paar Mal formuliert und ich bin noch nicht richtig darauf eingegangen, weil ich das alles erst verstehen wollte. Mhm. Soll ich die Caroline jetzt dahin fahren und gucken, ob diese Wohnung wirklich existiert, obwohl du schon sehr sicher bist, und ob sein Klingelschild da dran hängt? Es kann ja auch sein, dass er die Wohnung als Anlage. Ich habe mich nie um seine finanziellen Belange. Hast du ihn auf die Wohnung denn schon angesprochen? Auf die Straße, ja. Wie auf die Straße? Auf den Namen der Straße. Und weil ich selbst vor ein paar Jahren ihm den Vorschlag gemacht hat, er sollte doch da eine kleine Wohnung kaufen, damit er nicht immer ein Hotel brunnen muss. Ach so. Aber er hat nicht erzählt und er hat auch verneint. Nee, hast du ihn klar gefragt, gibt es dort eine Wohnung in der Straße? Ja. Nein, ich habe nach der Straße gefragt, nach der Wohnung an dieser Straße, dass mir das erzählt wurde, dass er dort eine Wohnung hat. Er hat es verneint. Ja. Und so. Ist es so, dass... Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich fährst du hin und guckst. Was reden wir da noch? Na klar. Ja. Na klar, du musst doch Gewissheit haben. Klingt ja eh alles ein bisschen sehr seltsam. Fahr da hin, 2,5 Stunden ist ja nun nicht weit. Ja, ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme. Ja, aber du kommst doch jetzt auch nicht damit klar. Wenn du keine Gewissheit hast, machst du dir doch tausend Gedanken im Kopf und steigerst dich in Dinge rein, was eure Beziehung völlig irritiert. Irgendwas ist doch da faul. Vielleicht hoffe ich, dass die andere Beziehung auseinandergeht oder zu Ende geht, ich weiß es nicht. Also du willst dir irgendwelche Illusionen da schaffen? Ja, mit Sicherheit. Aber das funktioniert nicht mehr, Caroline. Weil du hast ja jetzt schon ein bisschen Misstrauen gewittert. Oder gewittert ist gut. Du bist ja schon aber ich weiß nicht, wie ich mein Leben ohne ihn weiter. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ja. Ich glaube, Ungewissheit ist immer das Schlimmste. Mhm. Ungewissheit ist grauenhaft. Das zerstört alles, das macht alles Vertrauen kaputt. Ich merke das ja auch. Glaube ich, ja. Es ist bei jeder Kleinigkeit der Hintergedanke, was dahinter steckt. Weißt du, wenn er das so vehement abstreitet, ne? Und er bemüht sich jetzt. Pass mal auf, es kann ja auch sein, ich weiß es nicht, wir spinnen mal einfach rum. Es kann ja auch sein, dass er recht hat und dass diese Bekannte, die dir das gesteckt hat, weiß der Teufel, was für Motivationen die hat, die euch vielleicht auseinanderbringen will. Man weiß es ja alles nicht. Dein Misstrauen ist auf jeden Fall jetzt geschürt, ist entflammt. Setz dich ins Auto oder in die Bahn, wie auch immer, und guck, ob diese Wohnung da existiert. So, und dann guck mal weiter. Wenn sie existiert, dann müsst ihr Tacheles reden, ihr beiden miteinander. Ja, dann ist es ganz aus. Dann denke ich, habe ich auch... Weißt du nicht. Das muss nicht gleich automatisch das Ende der Beziehung bedeuten.
Da muss man aber neu reden, wie es weitergehen soll. Vielleicht packt er dann auch aus und erzählt mal wirklich. Vielleicht ist es auch eine Chance für einen Neuanfang für euch. Naja, die Chance hatte ich jetzt eigentlich gedacht, ich habe das Gefühl, dass es jetzt eben besser wird. Er bemüht sich mehr, aber vielleicht auch nur, um das zu kaschieren. Was Caroline, dann. Solange du das im Kopf hast, wird das nicht besser. Nie im Leben. Nie im Leben. Wenn ich mich in dich hineinversetze und ich hätte sowas im Kopf, würde ich immer drüber nachdenken. Es geht mir auch verdammt schlecht. Ja, das glaube ich. Ging mir auch an der Stelle. Krieg's raus. Hol dir die Wahrheit. Wenn die Wahrheit auch erstmal hart ist, aber ich glaube, es ist besser mit der Wahrheit, auf dem Boden der Wahrheit was Neues dann zu überlegen, als jetzt da im Nebel zu stochern. Ja. Ne? Gut. Toi, toi, toi. Danke dir. Tschüss. Mach's gut. Jo. Die Gabi ist hier. Die Gabi ist 50. 51. Oh, 51. Hallo Gabi. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein furchtbares Erlebnis gehabt. Ich habe meinen Ex-Mann gefunden, der hatte sich erhängt. Mhm. Wann? Und ich kann vom 21. zum 22. Mai? Jetzt Mai, ja. Das ist ja mal gerade erst vorgestern gewesen, mehr oder weniger. Ja, genau. Und ich kann das irgendwie nicht vergessen, wenn ich die Augen zumache, weil ich kann nicht mehr richtig schlafen, gar nichts mehr. Das war dein Ex-Mann, sagst du? Ja. Das heißt, ihr wart wie lange nicht mehr zusammen? Ja, ich bin jetzt schon wieder neu verheiratet, aber wir haben immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, weil wir auch zwei Kinder haben. Ja. Zwei größere schon. Wie lange wart ihr auseinander? Wir sind jetzt auseinander, so 11 Jahre. Ach, so lange schon. Ja, ja. Aber es war irgendwie eine gute Freundschaft, eine gute Bekanntschaft. Genau. Wohntet ihr in der Nähe auch? Ja, auch alle in der Nähe. Und du hast ihn gefunden? Ja. Wie kam es dazu, dass du ihn gefunden hast? Ja, ich hatte einen Anruf von seiner jetzigen Frau, dass er nicht nach Hause gekommen wäre nachts und die hatte kein Auto. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weil sie wollte zuerst meinen Sohn, also unseren Sohn anrufen und hat dann gesagt, ob der noch schläft morgens. Da habe ich gesagt, komm, dann komme ich vorbei, weil sie kein Auto hatte, dann gehen wir mal gucken im Laden, im Geschäft praktisch. Mhm. Und dann bin ich mit ihr da hingefahren und hatte so das Auto, haben wir da schon stehen sehen. Ja. Ja, und dann sind wir rein und dann sagte sie, standen wir vorne im Laden, da sagte sie, geh du doch mal gucken. Und dann bin ich in die Werkstatt reingegangen und da hat er gehangen. Hm. Hatte eine eigene Werkstatt und war selbstständig. Ja, wollte das aber jetzt aufgeben, weil das nicht mehr lief. Ja. Und dann kam die Frau auch dazu. Die hatte das dann nicht mehr gesehen. Der habe ich das dann gesagt, dass er da hängt. Und dann hat sie natürlich geschrien, er weiß wie im Laden. Und da wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich wusste jetzt auch nicht, was ich machen sollte. Ob ich ihm jetzt noch hätte helfen können. Da bin ich noch mal rein. Ja. Aber dann sah das so aus. Und dann habe ich dann direkt die Polizei angerufen. Die kamen dann mit Feuerwehr und Doktor. Und da war gar nichts mehr zu machen. Ich hatte auch mit einem sehr netten Feuerwehrmann da gesprochen. Und der war sehr nett, so ein Jüngerer. Ja. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ob ich ihn hätte noch helfen können. Ich hatte mir ja auch Gedanken gemacht. Ja, klar, denkt man immer. Ja. Und dann hatte der aber gesagt, nee, da hätte ich nicht mehr helfen können, da sollte ich mir jetzt keine Sorgen machen. Wie lange war das denn schon passiert? Wisst ihr das? Oder kann man das einstellen? Die Polizei hatte gesagt, die könnten das gar nicht feststellen, weil ich auch gefragt hatte, wann das jetzt genau gewesen wäre. Da sagte der Beamte, das wäre nicht wie im Film, das könnte man nicht sagen. Das glaube ich aber nicht. Ja, hatte er wortwörtlich zu mir und meinen Söhnen gesagt. Das glaube ich nicht, aber naja, nur gut. Du hast dann seine neue Frau, seine neue Ehefrau, von dem Anblick entfernt gehalten. Ja, das heißt, genau. sie hat ihn gar nicht dort hängen gesehen. Du hast ihn gesehen. Ja. Und hinterher die Hilfskräfte dann. Ja, genau. Weiß man denn etwas darüber, warum er das getan hat? Ja, er hatte jetzt wohl Sorgen, weil jetzt das Geschäft nicht mehr lief und... Ja. Er es aufgeben wollte. War er krank? Ja, er hatte auch zwei Herzinfarkte schon gehabt. Ja. Wie alt war er? 53. Ist ja kein Alter. Nee. Und ich kann irgendwie, weiß ich nicht, er ist ja jetzt auch der Vater von meinen Kindern, aber manchmal geht es mir gut und dann wieder kommen so, dann fange ich wieder an zu weinen. Und ja, kann ich aber auch völlig nachvollziehen. Ich kann das auch nicht begreifen irgendwie, warum, und du hast aber auch keinen Abschiedsbrief, nichts geschrieben, gar nichts. Wollte ich gerade noch fragen, gibt es gar keinen Abschiedsbrief, auch nicht an seine Frau, gar nichts? Gar nichts. Weißt du, Gabi, bei aller Traurigkeit, und man ist immer so erschüttert, auch wenn ich solche Geschichten höre, habe ich auch immer ein bisschen Wut auf die Leute, dass die das ihren nahen Mitmenschen so antun. Und vor allen Dingen dann auch noch ohne Erklärung. Ja. Diese Menschen machen sich einfach so davon und lassen
die Menschen, die sie lieben, fassungslos zurück. Ja. Ich finde das, ich finde es schlimm. Man muss natürlich immer die Not auch respektieren, aus der so eine Selbsttötung geschieht. Aber andererseits ist es auch so egoistisch oder so, ja, aber ich rücksichtslos. Ich denke dann immer, wie einsam muss der gewesen sein, um sowas zu tun. Mm, mm. Und wie verzweifelt. Mm. Machst du und dass man hätte nicht vielleicht helfen können oder so, dass man dann... Einerseits. Ach so, das wollte ich noch sagen. Ich habe am 25. Geburtstag und am 21., das war praktisch der Freitag. Mhm. Und samstags morgens hat er mich angerufen und mir zum Geburtstag gratuliert, obwohl er ganz genau weiß, dass ich am 25. Geburtstag habe. Ach so. Das war auch so komisch. Ja. Als hätte das schon alles geplant vielleicht, oder? Ja, ich weiß nicht. Du sagst, das stimmt, du sagst, wie einsam muss der gewesen sein. Ja, das stimmt. Er muss unglaublich einsam gewesen sein. Wenn er in der Stille, in seiner Stille so etwas vollbringt, dann sagst du wieder, wir haben das nicht gesehen, wir hätten ihm vielleicht helfen können. Ja. Würde ich auch denken, wenn ich du wäre. Aber andererseits denke ich auch, er hätte ja auch seinen Mund mal aufmachen können. Er hatte eine gute Freundin, das warst du. Und er hatte seine Frau. Hat die Ehe ganz gut funktioniert? Ja, sehr gut. So. Das heißt, wenn die Not so groß ist, dann vertraut man sich doch zumindest den allernächsten Menschen an. Ja. Oder sucht Hilfe vielleicht. Wenn es jetzt, ich sag mal, nur um existenzielle Dinge ging. Ja, auch um finanzielle. Ich habe ihm auch finanzielle geholfen, meinte ich jetzt, ja. Konnte. Wie ist das jetzt für die Frau? Furchtbar auch. Der hat ja auch noch jetzt eine Tochter noch, hat er noch gehabt. Natürlich furchtbar. Das heißt, ihr seid auch richtig befreundet gewesen. Ja, dann, ja, ne? Ja. Was ja eigentlich schön ist, ne? Wenn man sich getrennt hat. Ja, das war eigentlich ein sehr schönes Verhältnis. Ja. Und jetzt kann ich gar nicht begreifen, dass er gar nicht mehr da ist. Irgendwie begreife ich das nicht. Wie war das auf der Beerdigung? Ja, die Messe ging eigentlich, aber hinterher dann, wo er dann praktisch da am Grab, da war es schlimm dann. Mhm. Und meine Söhne auch, die leiden auch unheimlich darunter. Mhm. Weil sie auch ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben. Es gibt niemanden in seinem Umfeld, der auch annähernd so etwas Näheres sich vorstellen kann, abgesehen von den finanziellen Schwierigkeiten. Nee, eigentlich nicht. Der hat wohl letzte Zeit öfters so gesagt, oh, ich kann nicht mehr. Hm. Oder nimmt man ja dann auch nicht so wahr, dass man jetzt an sowas denkt. Hm. Aber das Bild, dann wusste ich nicht, was ich machen sollte, ob ich nochmal jetzt gucken sollte, weil man nochmal sehen durfte. Ja. Dann habe ich gedacht, vielleicht doch nochmal gucken, damit ich das andere Bild vergesse, wenn er jetzt dann so friedlich da liegt. Ja. Und hast du das gemacht? Ne, habe ich gemacht, ja. Also in der Leichenhalle oder beim Bestatter? In der Leichenhalle. War das für dich gut, dass du ihn dann auch so nochmal gesehen hast? Ja, eigentlich ja. Ich habe dann noch mit ihm gesprochen. Und doch, eigentlich ja. Wie lange wart ihr? Ich habe ihm dann noch einen Rosenkranz auch in die Hände gelegt und so. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren über 25 Jahre verheiratet. Das ist ja eine sehr lange Zeit. Ja. Was ich sehr gut nachvollziehen kann und mir vorstellen kann, ist, dass dieser Schock unglaublich ist. Wenn man irgendwo hinkommt und sieht einen Menschen, den man mal sehr geliebt hat, mit dem man befreundet ist, der sich aufgehängt hat. Das kann man, glaube ich, gar nicht richtig nachvollziehen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Und ich bin ja jetzt wieder verheiratet und dann, wenn ich immer geweint habe, dann habe ich immer zu meinem Mann gesagt, ob ihm das auch nichts ausmacht, meinem jetzigen Mann. Mhm. Er sagt dann, der ist auch ganz verzweifelt, weil die sich auch gut verstanden haben. Ach so. Und dann hat er immer gesagt, nein, mach dir darüber keine Gedanken. Und das fand ich dann auch so lieb von meinem jetzigen Mann, mach dir da keine Gedanken drüber. Also gut ist ja schon mal, dass du schön und gut eingebettet bist. Du hast deine Jungs, du hast deine Kinder, du hast deinen jetzigen Ehemann, der Verständnis hat, was ja auch nicht normal ist. Ne? Manch ein anderer neuer Ehemann würde da auch beleidigt drauf reagieren. Ja. Und du bist auch noch befreundet mit der Frau, mit seiner neuen Frau. Ja, auf jeden Fall. Dennoch finde ich, dass so ein Schockerlebnis schwierig ist und vielleicht sogar gar nicht so einfach alleine zu verwinden ist. Ich würde gerne dich mit meinem Psychologen weiter verbinden, der dir vor allen Dingen, um mit diesem Schock fertig zu werden, vielleicht noch das ein oder andere raten kann, vielleicht auch einige Mal zu einer Beratung zu gehen oder dass du ein wenig Stabilität wiederfindest. Das ist lieb. Da legst du auf und der Peter ruft dich an, das ist mein Psychologe heute Nacht. Vielen Dank, Domian. Alles Gute und Liebe von Herzen, Gabi. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die auch Lara gewählt hat. Lara, 32, hallo. Hallo Jürgen. Hallo Lara. Hallo.
Es geht um Folgendes. Es geht um meinen Freund. Ja. Wir sind seit einem Jahr zusammen und er ist im Schönheitswahn verfallen. Er ist im Schönheitswahn verfallen? Ja. Was heißt das? Er hat schon eine Nasen-OP, also eine Nasenkorrektur hinter sich, hat sich schon zweimal Fett absaugen lassen. Ach so, er selbst. Er selbst. Ich dachte, er würde dich irgendwie zum Schönheitschirurgen treiben. Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, jeder, der es machen soll, ist okay, aber ich rufe auch deshalb an, weil ich mir halt auch sehr, sehr große Sorgen mache, weil das Thema bei uns jetzt läuft jetzt nur noch darauf hinaus, um diese OP. Ja, also er hat, wir zählen es nochmal auf, er hat die Nase sich korrigieren lassen. Genau. Während ihr zusammen seid oder vorher? Vorher schon. Vorher. Ja, wenn du Bilder siehst, vorher und jetzt, ist es jetzt schöner? Wäre nicht nötig gewesen. Wäre nicht nach deinem Geschmack. Wäre überhaupt nicht nötig gewesen, weil die Sache ist, normalerweise, wenn man jetzt an so Nasen-OP denkt oder so Korrekturen, dann denkt man, wobei, der hatte bestimmt eine Nase wie ein Papagei gehabt, ist alles nicht. Ja. Er hat auch mehrere Schönheitswettbewerbe mitgemacht und diese auch gewonnen. Oh, mit der alten Nase noch? Mit der alten Nase. Also da muss er schon, wie ist er Mr. NRW geworden oder Mr. Sachsen-Anhalt? Ja, so ungefähr. So was, ja gut, da muss er aber schon ganz gut aussehen. So, ja, weiter im Text. Er sieht sehr, sehr gut aus. So, die Sache ist, er ernährt sich auch dementsprechend und am Anfang habe ich da erst noch geschmunzelt. Ja? Das Badezimmer, das sieht aus, nur noch Schönheitstübchen von irgendwelchen tollen Cremes, teuren Cremes auch. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass das Thema nur noch ist, darüber hinaus ist, wie sehe ich aus, was kann ich noch machen, ich muss jetzt da noch ein bisschen was absaugen lassen, hier noch eine Korrektur. Also das wolltest du gerade sagen, er ist dabei, er plant, sich Fett absaugen zu lassen. Ja, wo? Am Bauch wieder. Am Bauch, ist es nötig? Überhaupt nicht, er hat einen Waschbrettbauch, absoluten Waschbrettbauch. Aber da sind noch so ein paar Gramm, die er nicht wegtrainiert bekommt, also sollen die chirurgisch oder medizinisch rausgeholt werden. Ja, also er will sich das halt so wegspritzen lassen, absaugen lassen, was überhaupt nicht nötig ist. Er ist 1,85 groß und er wiegt 74 Kilo. Ja, das ist dann wirklich völlig perfekt. Unnötig. Das ist, ne? Ja, genau. Was will er noch machen lassen? Er würde sich jetzt die Wangenknochen nochmal machen lassen. Nochmal die Wangenknochen? Ja. Wie, hat er die Wangenknochen schon mal machen lassen? Nein, er wollte die sich noch machen lassen und dann habe ich da mit Engelszungen dann auf ihn geredet, aber jetzt kann ich ihn davon nicht mehr abbringen. Das kostet sehr viel Kohle. Das kostet sehr viel Kohle. Hat das heißt, er so viel? Ja, er hat einen guten Job. Mhm. Die Sache ist, wir müssen jetzt halt auf unseren Urlaub verzichten. Ah, das heißt, du bist dann auch Mitleidtragende, ne? Richtig. Was macht der denn vom Beruf eigentlich, der schöne Mann? Wie bitte? Was macht der schöne Mann denn vom Beruf? Er ist Außenmitarbeiter in einer Firma, die ich natürlich jetzt nicht nennen kann. Nee, muss ja auch nicht nennen. Außenmitarbeiter. Mhm. Ja. Ginge mir sehr auf die Nerven, muss ich sagen. Wenn ich bitte? Das ginge mir sehr auf die Nerven. Ja, und was ist denn mit ihm los? Ist er so eitel? Ist er so narzisstisch? Ist er so nach außen gekehrt? Dass das fast schon einen wahnhafte Züge annimmt. Ja, genau. Und zwar deshalb rufe ich dich auch an, weil ich würde nachher auch gerne mal, wenn es geht, auch mit deinem Psychologen sprechen, weil ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Ich kann mit ihm nicht mehr normal reden. Wenn ich sage, du hast ein Problem, lass uns doch mal, weil ich habe ihm auch schon mal den Vorschlag gemacht, ob wir nicht mal medizinische Hilfe annehmen, dann sagt er, nee, bräuchte er nicht. Und die Sache ist, weil wenn man ihn sieht, also er ist wirklich ein Hingucker. Stell dir vor, ich weiß jetzt nicht, Brad Pitt oder so steht neben dir und jeder guckt dahin. Ja. So musst du dir meinen Freund vorstellen. So, und die Sache ist, wenn wir aber rausgehen, hat er totale Panik. Er ist unsicher. Er kriegt Schweißausbrüche. Mhm. Und ich finde, das sind wahnsinnige Anzeichen, die ich nicht mehr normal finde. Ja, finde ich auch. Sehe ich genauso. Das heißt, offensichtlich hat er wirklich ein ernsthaftes seelisch-psychologisches Problem. Ganz genau. So sehe ich das auch. Mhm. Und ich aber kann weißt du, das Problem ist immer bei solchen Sachen. Man kann die Leute ja nicht am Schopf hinschleifen zu einem Psychologen oder zu einem Arzt. Die müssen das selbst einsehen. Richtig. Und das ist das Schwierige. Wie kriegt man jemanden dazu, dass er das selbst einsieht? Vielleicht über die Schiene, wie ist eure Beziehung? Sie ist, seitdem das wieder jetzt mit diesem Fettabsaugen ist, ist sie super. Und er ist auch im Moment, er ist heute Abend mit den Jungs weg und ich hoffe, er hört das jetzt auch nicht, weil ich habe mir erst mal mit dir zu sprechen und ich versuche irgendwie vielleicht, dass wir das irgendwie mal so hinkriegen, dass wir dann mal reden können, wenn er auch dabei ist.
Weil wir hören jeden Abend deine Sendung. Also er ist auch ein ganz großer Fan von dir. Ja, das finde ich natürlich spektakulär. Wenn du das so hinbekommen könntest, dass ich mit ihm oder dass wir da zu dritt reden. Genau. Das wäre natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, das finde ich auch ganz toll. Ja. Weil ich brauch da wirklich Hilfe, weil ich mache mir echt Sorgen. Weil ich kann mit ihm, so wie ich jetzt mit dir rede, kann ich nicht... Habe ich schon verstanden. Worauf ich gerade hinaus wollte, war, ist ihm diese Beziehung zu dir auch sehr wichtig? Ja. Das doch, heißt, ihr habt eine tolle Liebesbeziehung. Ja, haben wir. Könnte man ihn packen auf der Schiene, dass wenn er kapiert, dass er vielleicht sogar durch dieses Verhalten seine Liebe verliert, dich verliert, dass er dann bereit wäre, etwas zu unternehmen, sich beraten zu lassen? Ich hoffe, weil die Sache ist so, das hatte ich auch eben mit meinem Vorredner besprochen. Ja. Die Sache ist, er geht nach der Arbeit geht er zum Training, so circa 2 Stunden, sechsmal die Woche. Mhm. Dann kommt er nach Hause, isst und dann schläft er direkt, weil er so kaputt ist. Mhm. So, mhm. Und wir gehen auch gar nicht, wir unternehmen nichts mehr. Ach so, das heißt also, das Leben kreist letztendlich um seinen Schönheitswahn. Es geht um nichts anderes mehr. Ja. Aber er lässt dich vollkommen in Ruhe. Er mäkelt nicht an dir rum und sagt, komm, du musst hier was machen, die Busen, da muss hier irgendwas gemacht werden oder das nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin sehr weiblich und also wir sind wirklich, will jetzt nicht überheblich gehen, aber wir sind wirklich, wenn man uns sieht, wir sind ein attraktives Paar. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Und nur die Sache ist, ich merke immer mehr, er hat gar keine Lebensfreude in sich. Mhm. Null. Ist das denn ihr seid ja nur erst ein Jahr zusammen. Ja. Hast du den Eindruck, dass das sogar noch schlimmer geworden ist in der letzten Zeit? Ja, genau. Wie alt ist er? Er ist 35. 35. Mhm. Ja. Dann hat er wahrscheinlich auch Angst vom Älterwerden. Ich denke. Bestimmt, ich denke, ne? Mhm. Ich denke, weil er lässt sich die Augenbraue zupfen. Er geht sogar zur Kosmetikerin alle 4 Wochen. Ja. Und ich gehe nicht einmal im Jahr so ungefähr. Ja. Wie läuft euer Sex? Wie läuft es im Bett? Auch gut. Auch gut. Das ist auch okay. Ja? Also wenn wir alleine sind, ist das noch, sage ich, wie gesagt, noch okay. Aber sobald wir rausgehen, es ist Wahnsinn. Wenn er so von früher erzählt, war er immer schon so drauf? So extrem eitel und um sich kreisend? Ja, er hat mir erzählt, das ist so schlimm geworden. Also es hat angefangen, da hat er mal eine Verletzung am Bein gehabt wegen Fußball. Und er konnte deshalb nicht mehr Fußball spielen. Ja. So, und er war in irgendeiner Oberliga, also tut mir leid an alle Fußballfans, die jetzt zuhören, ich habe da nicht so die Ahnung von. Ja. Deshalb konnte er jetzt nicht mehr weiterspielen. Ja. Und seitdem hat er mir erzählt, hat das so angefangen. Ach so. Hm. Also wirklich, Jürgen, wenn du bei uns ins Badezimmer kommst, es ist voll gestopft, als ob du bei Douglas bist oder so. Ja, oder? Das ist Wahnsinn. Als würde Verona Feldbusch dort wohnen. Ja. Ne, sowas. Ja. Ja, aber tarnt dich das denn nicht ein bisschen ab, wenn der Kerl da nur Kosmetik und, ne? Ja, und die Sache ist natürlich auch, wenn wir jetzt rausgehen oder wir gehen jetzt einkaufen und er sagt dann, ich gehe dann nochmal schnell ins Bad, so dann braucht er nochmal 40 Minuten. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist Horror. Wart ihr überhaupt schon mal zusammen in Urlaub? Ja. Das ist doch wahrscheinlich auch eine Tortur, ehe die Primadonna dann fertig ist zum Ausgehen, richtig. Oder? Ja. Aber wenn er dann ausgeht, sieht man das wahrscheinlich gar nicht, dass er so lange an sich rumgefummelt hat. Überhaupt nicht. Schminkt er sich auch? Nein, das macht er nicht. Mhm. Nein, aber er hat so einen ganz modernen, künstlerischen Bart, sage ich immer. Es ist klasse. Und also wenn wir auch weggehen oder auch im Urlaub sind oder so, die Fotografen stürzen sich, wenn da jetzt irgendeiner vom Hotel ist, wirklich auf und machen dann immer so schöne Bilder oder so. Ja. Ich finde das immer sehr witzig und ich will das meistens auch gar nicht. Ja. So, dann kommen die Fotografen aber meistens zu mir. So, und dann fängt er schon an, ist mir auch schon aufgefallen, dann guckt er halt immer schon so ein bisschen, eifersüchtig oder so. Ich weiß es nicht, wie ich es nennen soll. Ich meine, ich kann jetzt noch darüber lachen. Aber also der Junge hat ein Problem, aber ein heftiges Problem. Ja. Jetzt machen wir mal Folgendes. Dein Wunsch war, dass du mit meinem Psychologen mal sprichst. Jetzt bitte. Kannst du gerne machen mit Peter. Ja. Darüber hinaus bitte ich dich aber mal zu gucken, ob das zu arrangieren wäre. Ja. Dass wir zu dritt oder ich vielleicht auch mit ihm alleine spreche. Das wäre super. Das wäre eine ganz tolle Sache. Und wie kann ich das am besten machen, Jürgen? Schreibe ich dir da noch mal eine E-Mail oder wie soll ich das jetzt machen? Ja, wir rufen dich ja jetzt gleich nochmal an und dann wird das kann mein Psychologe und mein Redakteur das mit dir besprechen, wie wir da in Kontakt bleiben. Super, ich hätte dann noch gern ein Autogramm. Ja. Und ich finde, wenn die Welt
jeder sollte einen Freund haben wie dich, Jürgen. Dann das wäre die nett. Welt in Ordnung. Das ist, du bist fantastisch, wirklich. Das ist aber sehr lieb von dir. Wirklich. Also auch die Dinge, die du sagst oder wenn du irgendwelche Meinungen sagst, du und, also wenn, dann sage ich immer, Mensch, Jürgen, frag jetzt das. Und in dem Moment fragst du das dann auch. Und wir liegen dann beide im Bett und mein Freund sagt dann immer, Mensch, super, ihr seid richtig seelenverwandt. Und wie gesagt, deine Sendung ist klasse. Dankeschön. Und du müsstest eine Abendsendung bekommen, wirklich. Ich danke dir vielmals. Zeigst du, wie du bist. Danke. Lara, danke schön. Also du legst auf und wir rufen gleich zurück. Vielen Dank. Und der Kontakt ist am besten immer auch herzustellen über Mail, ne? Aber ja, wir besprechen das gleich nochmal, ne? Okay. Tausend Dank, Jörg. Tschüss. Danke, tschüss. Alex ist hier, 21. Hallo Alex. Hallo. Ja, hallo, ich bin der Alex, ja. Hallo Alex. Um was geht's? Hey, du hast deinen Fernseher oder das Radio nicht ganz leise. Okay, jetzt? Ich hoffe das, ja. Ja, hast du das besser? Ja. Also es geht einfach, das hast du vorhin kurz angesprochen mit dem Thema Träume erleben. Mhm. Und das war ein gutes Stichwort für mich auch, weil es geht einfach darum, dass ich in einem Zwiespalt lebe. Ich kann einfach nicht meine sexuelle Orientierung ausleben. Ja. Das heißt, ich bin homosexuell orientiert, ja. Und ich bin aber jetzt nicht unbedingt jetzt, bewege mich jetzt nicht in den Kreisen, wo ich das einfach ausleben mhm. kann. Also ich bin, hast du es denn schon mal gelebt oder ist es bisher nur im Kopf Fantasie? Nee. Richtig. Also ich weiß, dass ich so gepolt bin sozusagen. Ja, also du hast noch keine realen Erfahrungen mit Männern. Mhm, genau. Hast du eine Freundin? Nee, also bi bin ich nicht oder so. Ja, das heißt also bisher mit 21 noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht. Mhm, korrekt. Ja. Mhm. Und das ist so, dass ich einfach bislang diese Gefühle unterdrückt habe und habe versucht jetzt zum Beispiel auf der Line, es gibt ja die Hotline für Frauen, dass ich mich einfach da als Frau ausgebe. Ja. Und versuche dann auf der anderen Leitung dann die Männer zu erreichen. Und es ist so, bislang war es so, dass ich dann... Warum so kompliziert? Warum rufst du nicht gleich, wenn schon, auf so einer Line, auf so einer Gay-Line an? Ja, sehr gut gefragt. Ja, ganz einfach, weil die Gays, die sind jetzt nicht unbedingt die Typen, die mich anziehen. Weil, also größtenteils ist es einfach so, dass sie vielmehr nur das eine erreichen wollen und nicht unbedingt mit dir... Gespräche aufbauen. Die wollen einfach mit dir das Treffen haben und rein raus. Okay. So in der Art. Okay, Alex. Generell bin ich da eh nicht so ein Freund von diesen sogenannten Lines. Ich finde es immer besser, wenn man Leute wirklich real kennenlernt. Warum lernst du nicht Männer kennen auf der, in Kneipen, in Restaurants, auf der Straße, in Clubs, wo auch immer? Wie gesagt, also ich bewege mich in Kreisen, wo eigentlich Homosexualität verboten ist. In welchen Kreisen? Und meine Religion, die verbietet es auch und somit. Was hast du für eine? Was hast du für eine Religion? Islam. Bist du? Bist nicht in Deutschland geboren? Doch, ich bin hier geboren. Und woher kommt die Familie? Das ist wichtig. Nein, ich frage nur. Wenn du es nicht sagen möchtest, dann sag. Nordafrika. Ja, okay. Hm, ja. Mhm. Das heißt, das wäre, wenn du in deiner Familie offen homosexuell auftreten würdest, wäre das eine Katastrophe für deine Familie. Natürlich, dann würde ich ausgestoßen werden und ich würde nicht mehr akzeptiert sein. Also das ist halt das Problem. Ich akzeptiere mich auch bislang auch jetzt noch nicht so, wie ich bin und deswegen hasse ich mich auch zurzeit, weil ich immer meine Gefühle unterdrücken Verstehe. Muss und deswegen versuche ich das auszuleben mit allein. Ja. Das muss man sagen, was natürlich letztendlich gar kein richtiger und keine richtige Perspektive ist. Mhm. Also ich sag's jetzt mal ganz platt, mhm. Alex. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was bei euch zu Hause abgeht. Mhm. Ich hatte selbst mal einen Freund, der war Türke, auch aus einem sehr muslimisch strengen Elternhaus kommt. Ich weiß, was es bedeutet. Mhm. Aber letztendlich wirst du nie beides unter einen Hut bekommen. Deine Familie, deine Tradition, deine Sexualität, dein Leben. Mhm. Das heißt, ganz, ganz heftig ausgedrückt, wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als deine Familie, die Tradition zu verlassen, wenn du ein gutes und glückliches Leben führen willst. Genau, das ist es. Also ich kann nur dann ein glückliches Leben führen, wenn ich genau diese beiden Punkte miteinander kombinieren kann. Das heißt, Familie und meine eigene Individualität ausleben. Ja, aber das schaffst du nicht. Und wenn ich das nicht kann,
deswegen spiele ich auch zurzeit langsam auch mit Selbstmord. Und das, weil ich verkrafte das einfach nicht. Ich meine, es ist schon ein bisschen peinlich, immer so den Hetero auf. Furchtbar, furchtbar. Ja, und dann im wahren Leben oder wie es innerlich aussieht, ist gar nicht der Fall. Und das tut wirklich weh, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, jetzt bin ich wieder der Schauspieler. Ich sage jetzt mal ganz provokativ, die Sendung ist leider gleich vorbei. Ja. Ich finde, wenn es noch so weh tut und noch so schlimm ist, ich finde, es ist wert, auch eine Familie zu verlassen und auch eine Tradition zu verlassen für die Ehrlichkeit und für sein eigenes Leben. Ja, aber das ist... Es ist leicht dahingesagt, ich weiß es. Ich weiß es wirklich. Ich sage es aber nicht leichtfertig. Denn was ist die Alternative? Die Alternative ist ein Leben in Lüge oder noch schlimmer, was du gerade sagst, du bist schon in Selbstmordgedanken und so verzweifelt. Ja. Jetzt ist dummerweise die Sendung vorbei, das tut mir wirklich sehr leid. Aber wir wollen dich natürlich jetzt nicht alleine lassen, sondern ich verspreche dir, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Nach 2 Uhr, okay? Okay, danke. Okay, Alex, bis gleich. Okay. Tschüss. Danke noch, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Gudrunhausen. Morgen sind wir natürlich auch wieder da, eine Freitagnacht, auch wieder mit einer freien Themensendung. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Schöne Nacht, bis morgen, tschüss. Heute ist Freitag, der 4. Juni. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Es ist 2 Uhr, die Themen. Rom wird für